Moin Sharky, moin meine lieben Zuschauer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Far Cry 5. Heute mal nicht ganz so spät wie gestern, schön, dass ihr am Start seid. Und jetzt geht's weiter hier, wir wollten zu Guy Marvel. Das ist der Typ, der hier einen Film dreht in dieser Region und mein Heli ist aber geklaut worden letztes Mal. Den hatte ich eigentlich schön hier geparkt. Ach guck mal, die bringen uns ein Auto vorbei. Nee, das müssen wir kaputt machen, schade. Sonst hätten wir das Auto auch nehmen können, aber da wir es zerstören müssen. Und ich schieße daneben. Und ich schieße noch mehr daneben. Hallo? Was ist denn hier los? Es geht ja gar nichts rein hier. Moment. Ich wollte schon sagen, was ist denn jetzt los? Da ging ja gar nichts mehr rein immer. Also das ganze, ein ganzes Gewehrmagazin und meine letzten verbliebenen Granatwerferdinger hier. Jetzt muss ich das Ding... Oh, da ist jemand die Seilrutsche runtergerutscht. Habt ihr den gesehen? Ey, jetzt muss ich hier irgendwelche alternativen Methoden anwenden. Zum Beispiel Granaten. Okay, ich muss noch weiter schmeißen. Die rufen auch Verstärkung, aber ist egal. Ich will nur eben das Ding kaputt machen, dann hauen wir hier auch wieder ab. So, okay, das ist kaputt. So, ja, komm. Sharky, wir müssen hier weg. Das war auch schon das dritte von den Drogenfahrzeugen. Wisst ihr, was ihr mir mal bringen könntet? Granatwerfermunition. Ansonsten muss ich nämlich mal zu einem Waffenladen. Aber sowas haben die auch nicht dabei, leider. Boah, Kollege, entspann dich. Du hättest mich fast überfahren, hör mal. Wenn du mir über den Fuß fährst, dann verklage ich dich. Das wird teuer, hör mal. Bis an mein Lebensende müsste der nämlich dann Entschädigungszahlungen. Ja gut, ich würde ihn sowieso erschießen, aber ist egal. So, hatten die zu... Ne, hatten sie natürlich nicht. Keine Munition dabei. Die sind wirklich schlecht ausgerüstet, die Piggies. Muss man mal ganz ehrlich sagen. Nicht mal Granatwerfermunition haben die am Start. Einmal einsteigen, bitte. Ja, also Sharky ist wirklich der... Das ist der absolut schlimmste Begleiter bisher. Grace ist manchmal so ein bisschen, dass sie irgendwie Blödsinn macht und nicht so sinnvoll ist. Boomer und Peaches, muss ich sagen, war ich bisher sehr zufrieden mit. Nick Rye ist an sich super stark, aber stirbt ein bisschen zu schnell. Und okay, hat mich auch mal in die Luft gejagt, aber das verzeihe ich ihm. Da war ich vielleicht an der falschen Stelle zur falschen Zeit. Aber dieser Sharky Bowshaw, der ist wirklich grottenschlecht. Also er kriegt nichts tot. Oh, noch einer. Der kriegt nichts tot und schafft es dann auch noch zu sterben. Also der ist wirklich grausam. Aber wir müssen mit dem 5 Kills machen. Und jetzt in der ganzen Zeit, in der wir den jetzt dabei hatten, hat er erst einen Kill gemacht. Deswegen wird er uns wohl noch eine Weile begleiten. So, links lang. Wir wollen hier zu Guy Marvel. Ich bin gespannt, was für ein Typ uns da erwartet. Man muss natürlich sagen, also jemand, der hier in so einem Gebiet, wo die Leichen irgendwie von den Schildern hängen und Dorfbewohner aufgeknüpft und gefoltert werden, wer hier dann hinkommt und Bock hat, einen Film zu drehen. Ich meine, wenn er eine Doku darüber drehen würde, so Kriegsjournalismus-mäßig. Es gibt ja tatsächlich Kriegsfilmer, die also wirklich in Kriegsgebiete gehen und dort versuchen, das zu filmen. Und so wurden halt zum Beispiel teilweise auch Verbrechen gegen die Menschlichkeit und schwere Kriegsverbrechen quasi dokumentiert. Und dann konnten möglicherweise später dann die Schuldigen dafür zur Rechenschaft gezogen werden. Insofern ist es gut, dass es sowas gibt, aber das macht der ja nicht. Ich glaube, der nutzt einfach nur das Setting hier, um hier einen lustigen Film zu drehen. Filming in progress. Guy makes movies. Thank you for your cooperation. Kein Durchgang. Naja, komm, wir gehen mal rein, ne? Schönen guten Tag, Mr. Direktor. Was können Sie denn mir mal erzählen? Haben Sie eine Mission für mich? Wer bist du? Das ist ein Filmset. Der ist mir aber direkt unsympathisch, muss ich sagen. Vor allem dann noch so ein komisches Gesicht dann. Warte, du bist neu. Willst du beim Film arbeiten? Natürlich willst du. Du bist die Lösung aller Probleme. Die Geschichte. Ein Niemand aus einer Kleinstadt. Du kommt gerade rechtzeitig, um einen weltbekannten Künstler zu retten. Mich, Guy Marvel. Der Film, Meisterwerk, ist seit 4 Jahren in der Mache. Und Guy lässt sich nicht stören. Nicht von diesem verfickten Pöbel. Ohne jegliche filmische Vision. Weißt du, wie viele verfickte Preise Blood Dragon 3 einstreichen wird, wenn wir dieses Monster richtig drehen? Alle! Außer, dass sie gegenständig überflogen wird. Eine 160 Dezibel Krachmaschine. Und wir brauchen absolute Ruhe für diese Szene. Sei der Held, Kleiner. Der erste Assistent erklärt dir alles. Guys eigenes Genie braucht erstmal einen Schönheitsschlaf. Ruhe am Set! So, warum wird gehupt? Irgendwer hupt. Sprich mit dem Regieassistenten. Also bei LeFloid habe ich ja noch den Synchronsprecher gelobt. Hier muss ich sagen, passt die Synchronstimme absolut nicht zu der Person. Also das war keine gute Wahl, weil die Synchronstimme passt nicht zu dem Typen, aber ist egal. Huch, was haben die hier denn? Alien-Eier, Greenscreens. Ja, Greenscreen habe ich auch am Start hinter mir. Ich kann auch hier Filme drehen. Lass uns in einem Krisengebiet drehen. Realismus, Idiot. Ja, Krisengebiete, ist doch super. Hier, das meine ich nämlich. Far Cry 3 Blood Dragon ist natürlich ein kleines Easter Egg. Die drehen einen Film mit dem Namen Blood Dragon 3 und das ist natürlich eine Anspielung auf Far Cry 3 Blood Dragon. Das war ein Standalone-DLC für Far Cry 3 und war mega lustig. Also wenn ihr Blood Dragon noch nicht geschaut oder gespielt habt, müsst ihr das nachholen. Absoluter Hammer.
wirklich absoluter Hammer. Kostet nicht viel, dauert nicht lange, das kann ich hundertprozentig empfehlen. Super geiles Spiel. Auf den Kopf mit etwas Schwerem, das sollte ausreichen. Du kommst genau richtig. Du, ich bin nicht der erste Regieassistent. Nur der Tonmann, Dean. Guy hat den Kerl gefeuert, als er keine scharfe Munition bei den Kühen benutzen wollte. Also seine geniale Idee ist, dass man eine Szene wie beim Stummfilm dreht. Nur eben mit Ton. Du kannst dir wahrscheinlich denken, wie gut das läuft. Lärm? In der Wildnis von Montana? Na sowas. Hier ist es scheiße laut. Und du sollst die Geräusche ausschalten. Das meine ich wörtlich. Hörst du die Hupe? Genau dieser Scheiß muss aufhören. Beseitige den Lärm, koste es, was es wolle. Die Musik im Hintergrund erinnert mich auch schon so ein bisschen an Blood Dragon, muss ich sagen. Weißt du? Aber die Hupe geht mir jetzt schon wirklich sehr auf die Nerven, deswegen müssen wir die mal eben loswerden. Schnapp sie dir, Heißblut. Zerstöre den hupenden Laster. Warum zur Hölle? Könnt ihr das Ding ausstellen oder was ist hier los? Das war ein Collateral. Okay, wir haben das meiste an Gegnern ausgeschaltet. Da ist noch einer. Zack. Hinter uns kommen noch welche. Zack. Zack. Boah, ich bin aber heute auch ein Quickscoper hier. Mensch, Kinners. Zack. Weg mit dem. Mach doch mal die Hupe aus. Nervt euch das selber denn nicht, oder was? Ja, ich bin dabei. Ich muss noch eben hier die Gegner loswerden, bevor ich da die Hupe... Ja, die Musik im Hintergrund ist auf jeden Fall eine Anspielung, auch auf Blood Dragon. Super nice. Gut gemacht. Okay, komm wieder her. Ich horche nach anderen Problemen. Diese Ruhe, ist das nicht schön? Also die Hupe war auf jeden Fall extrem nervig. So, ich plündere ganz kurz, was wir hier erschossen haben. Und dann geht's zurück. Boah, ganz ehrlich, wenn ich die Musik im Hintergrund höre, kriege ich richtig Bock, mal wieder Blood Dragon zu spielen. Das war auch nicht lang, das hat man relativ schnell durch. Aber also es fängt schon so lustig an, weil es gibt ein Tutorial, wie man sich bewegen kann. Und es nimmt halt zum Beispiel alle Spiele auf den Arm, die am Anfang so ein blödes Tutorial haben, von wegen, wie bewege ich die Maus, ja? Und dann sind da übelst viele 80er-Anspielungen drin und Dinos mit Laseraugen und das... Ach, das ist einfach mega gut, Mann. Blood Dragon ist mega gut. Habe ich auch Let's Played, ein bisschen Eigenwerbung. Also wenn ihr es schauen wollt, könnt ihr auch einfach bei mir nach den Videos gucken. Die Playlist müsste man in der Projektübersicht finden. Aber ansonsten spielt es ruhig selber, also absolut genial. Ist zwar kein eigenes Far Cry, das gehört zu Far Cry 3, aber das kann man als Standalone halt kaufen, dass man nur das DLC quasi kauft. Gibt Ärger da oben. Hört sich nach Schüssen an. Geh schnell da hoch. Da will man hier in Ruhe einen Film drehen und dann werden ja auch noch Menschen erschossen. Mensch, ist das nervig, ne? Wer macht hier Lärm? Wer wagt es hier rumzuschießen? Da komme ich mit meinem Granatwerfer und schieß mit, dann ist hier ganz schnell Ruhe im Karton. Das ist kein Gegner, ne? Nee. Aber das war ein Gegner. Da hat sich aber jemand selber in die Luft gejagt, glaube ich. Ich wollte eigentlich mit dem Granatwerfer da mal rein grätschen, aber das ist jetzt auf die Distanz ein bisschen schwierig hier. Wow, der Schuss war wunderschön. Im Lauf, der wäre eine Sekunde später wäre der hinterm Felsen gewesen, aber im Lauf hat er hier den Headshot kassiert. Dafür treffe ich den jetzt nicht, na gut. So, jetzt aber. Du schlägst dich gut. Komm zurück. Wir sind noch nicht fertig. Okay, zurück zu Dean. Sharky ist die ganze Zeit eher so ein Tourist, ne? Der kommt halt mit, guckt, was so passiert, aber wirklich hilfreich ist er nicht. Wie viele Kills hast du bisher gemacht? Wir haben jetzt mit dir zusammen schon viele Gegner bekämpft. Wie viele Kills hast du gemacht in der Zeit? Einen! Einen verdammten Kill! Selbst Peaches hat schon 26, mein Gott. Streng dich doch mal ein bisschen an, ey. Er steht mit seiner Schrotflinte daneben und guckt zu, Mann. Heilige Kanonenscheiße! Gottverdammte Musiktrucks! Jetzt kommen sicher die Angels. Jetzt kommen auch noch. Und die Angels aus. Jetzt kommen auch noch solche Musiktrucks. Ich glaub's ja nicht, ey. Huch, das hat nicht gekillt. Dann legen wir die Fängig. So, das hat aber gekillt. Und zwar richtig viele. Zack. Und den Angel auch noch. Okay, die Angels haben wir schon mal. Und jetzt noch die Lautsprecher-Trucks. Sehr schön. Hier sind auch noch ein paar Angels. Zack. Oh, Boomer, wolltest du gerade mit denen spielen? Habe ich dir die alle vor der Nase weggesprengt? Das tut mir aber leid. Nachladen. Nee, Boomer, zurück. Sonst spreng ich dich nämlich wieder in die Luft. Ich kenne das doch schon. So, den haben wir auch. Oh, hinter mir kommen noch Angels. Okay, Sharky, deine Chance. Nee, Boomer, du bleibst hier.
Yes! Er hat einen Kill gemacht! Das ist ja unfassbar! Scheiße, ja! Yeah. Ich werde fertig! Komm schon, mach noch einen Kill! Schieß drauf! Schieß. Na, jetzt hat's wieder Boomer übernommen. Ich muss mal Boomer wegschicken. Ich will sehen, ob Sharky einen Kill hinkriegt. Ich hab dich. Ah, anscheinend schon. So, Sharky! Schieß! Sharky, schieß! Zeig, was du kannst! Sharky, komm schon! Feuer, du musst nur die Taste drücken, den Hebel ziehen an der Schrotflinte. Komm wieder her. Ich glaube, Guy möchte mit dir rumknutschen. Wenn man ihm dann mal erklärt, wie das funktioniert mit dem Töten, dann kriegt er das auch hin. Jetzt hat er nämlich direkt 4 Kills gemacht. Und damit können wir ihn endlich wegschicken. Mein Gott, ist der nervig und schlecht. Also sorry, bei aller Liebe. Sharky, du kriegst eine Trophäe für den schlechtesten Begleiter in diesem Spiel. Was sagst du dazu? Moment, Helikopter. Mit ordentlich Beilage. Und Zivilisten gerettet. So, also du wirst uns jetzt wieder verlassen. War schön, dass du dabei warst, aber wie gesagt, du bist der schlechteste Begleiter aller Zeiten. Ist ja auch was, ne? Kann ja auch nur einer sein. Ist ja auch besonders quasi. Das tut weh und verletzt meine Gefühle. Na gut, aber ist ja im Endeffekt ist er ja ein bestimmten lieber Kerl und so. Und der ist ja auch ganz lustig mit seinen Sprüchen. Bin ich froh, dass wir den wieder wegschicken können, weil der war wirklich, wirklich schlecht. Also wir haben mit dem die notwendigen 5 Kills gemacht. Guck mal hier. Grace, klar, die hatten wir auch ein bisschen länger dabei, aber die macht halt auch regelmäßig Kills, Mann. Die holt halt die Leute weg mit ihrem Scharfschützengewehr, ne? 32 Kills. Hier, 19, 29, 26 und er hat jetzt ewig gebraucht für seine 5 Kills. Also mit Tieren bin ich ja doch irgendwie lieber unterwegs. Die beiden hören auf mich, die machen Kills. Die sind leise, ne? Ihr seid zwei Gute hier. So, zurück zu Guy. Mal gucken, was der uns noch zu erzählen hat. Wenn er Vision verschrieben hat, ist alles möglich. Du wirkst wahrlich Wunder. Endlich! Jemand hat verstanden. Kannst du mal für 2 verfickte Sekunden stillsitzen? Okay. Du bist ein Naturtalent. Diese Weicheier in Hollywood könnten so einiges von dir lernen. Diese Wildheit, die du gezeigt hast. Intensiv. Oh, Guy hat sich dabei eingeschissen, aber gut so. Endlich kann Guy seine Magie über den ganzen Film spritzen. Blood Dragon 3 wird ein Meisterwerk. Ganz ehrlich, das muss er aber auch. Guy kann nicht mehr länger an so einer Scheiße wie Far Cry arbeiten. Lieber klemmt er sich die Eier in einer Schraubzwänge ein, als ihre verfickten Meinungen über Weltenbau, Konsistenz und Spielermotivation und Glaubwürdigkeit anzuhören. Dann lieber Freitod. Ich schwör's. Oh, und das vorhin war ernst gemeint. Geschlossenes Set. Verpiss dich mal hier. Wo kommt der jetzt hier? Okay, aber Peaches, guck mal. Oh, Peaches macht kurz einen Prozess, ey. Und im Endeffekt war es aber plötzlich ein Puma. Also das Ende war jetzt auf jeden Fall lustig. Ach, das vorhin war übrigens ernst gemeint. Verpiss dich mal hier. Wir helfen ihm und dann werden wir ja auch noch rausgeschmissen. Sehr nett, sehr, sehr nett. Gut, dass du es rechtzeitig zum Gefängnis geschafft hast. Können wir eigentlich hier in die Höhle rein? Sieht fast so aus, als könnte man da irgendwie durch. Ich muss es ausprobieren. Moment. Oh, aber wir können die Alien-Eier kaputt schießen. Ekelhaft. Aber ich muss nach wie vor, also ich finde, der Synchronsprecher von dem Typen hier von Guy Marvel, der hat wirklich nicht zu der Person gepasst. Man findet halt nicht immer eine passende Stimme, ne? Die müssen halt dann alles aufs Deutsche, ins Deutsche übersetzen und manchmal findet man eben Synchronsprecher, die quasi wie die Faust aufs Auge zu dem Charakter passen und manchmal nicht und da muss man eben nehmen, was man kriegen kann. Aber auch ganz schön, dass sie sich so ein bisschen selber auf die Schippe nehmen, von wegen, da muss ich nicht mehr an so einem Rotz wie Far Cry arbeiten, sondern kann was Ordentliches machen. Mr. Marvel, dieser Brief soll sie darüber in Kenntnis setzen, dass ihre Drehgenehmigung für die Grimalkin-Radon-Mine abgelehnt wurde. Ihre Bewerbung enthielt nicht genug formelle Informationen, als dass wir sie in Betracht ziehen könnten. Des Weiteren kann die Kommission keine Anfragen genehmigen, die das Leben von Mitarbeitern bei den Dreharbeiten gefährden würden. Da der Drehort zudem nach wie vor radioaktiv ist, können wir eine längere Strahlenbelastung der Mitarbeiter in dieser Umgebung nicht gutheißen. Wir würden uns freuen, wenn Sie uns alternative Drehorte in Hope County für Ihr Projekt nennen könnten. Mit freundlichen Grüßen die Hope County Filmkommission. Ach, die arbeiten anscheinend noch, obwohl ja alles im Bach runtergegangen ist, oder wie? Dazu gab es auch noch einen lustigen Funfact. Ich glaube, das war in der letzten Folge, da wurde gesagt, Radon-Minen, google das mal. Und ja, ein Kollege hat es tatsächlich gegoogelt, ich habe es dann in dem Fall nicht gemacht. Es gibt tatsächlich in Amerika, in Montana, wo das ja auch spielt hier, alte Goldminen und sowas, die radioaktiv sind, mit Radongasen und all so einem Kram. Und da gehen halt Leute teilweise hin, vor allem alte Leute, um irgendwie ihre Arthritis zu heilen und sowas und verbringen dann ein paar Tage in diesen radioaktiven Minen und trinken radioaktives Wasser und sind danach wahrscheinlich noch verstrahlter als sowieso schon, aber die glauben eben an die Heilkraft der Radioaktivität und das gibt's also tatsächlich. Insofern sollte man das wirklich mal googeln, habe ich aber nicht gemacht gehabt. Also jetzt habe ich es gegoogelt, aber vorher halt nicht. Unter dem letzten Part haben übrigens welche gefragt, ob ich nicht God of War Let's Playen kann. Da muss ich ganz ehrlich sagen, ich will das Spiel unbedingt spielen, aber ich habe keine PS4 Pro und ich will das nicht auf der normalen PS4 spielen. Deswegen habe ich jetzt 2 Optionen. Entweder ich spiele es nicht oder ich kaufe mir eine PS4 Pro für 400 Euro, nur um dieses Spiel zu spielen. Und das ist mir eigentlich ein bisschen sehr viel Geld dafür. Und jetzt kommt Trick 23,5, wir porten zu McCullough's Werkstatt, aber wir machen Absprung.
und fliegen dann rüber zu den Blissfeldern, die wir verbrennen sollen. Wobei, da hätte ich mir natürlich jetzt einen Flammenwerfer mitnehmen sollen, das war jetzt nicht so klug. Aber ich habe ja Molotow-Cocktails, das geht schon. So, wir werden zwar nicht ganz so weit kommen, aber da hinten will ich theoretisch hin. Da sind so Blissfelder, die sollen wir zerstören. Dann soll irgend so ein Chemiker rausgelockt werden. Und da ich das ja extra geskillt habe, dass ich zu der Schnellreise auch per Absprung kann, können wir jetzt quasi uns einfach mit dem Wingsuit dahin gleiten lassen. Das dauert nur ein bisschen. Achso, wenn ich gerade in der Luft bin, ich wollte noch was skillen. Wir haben nämlich schon wieder 9 Punkte. Wir skillen, dass wir alle Arten von Sprengstoffen und Spezialmunition in Läden kaufen können. Und jetzt gehen wir mal das hier einfach, weil es nur 1 Punkt kostet. So. Nee, also ich glaube, dass God of War auf jeden Fall ein Spiel für mich ist. Und, ja, ich will es auch unbedingt spielen, ja. Ich bin mega gehypt eigentlich, aber ich will es halt nicht auf der, ja. Es ist blöd. Es ist eine blöde Situation. Hätte ich eine PS4 Pro, würde ich es auf jeden Fall let's playen. Ich würde mit dem Let's Play niemals das Geld wieder reinkriegen, was ich für die Konsole ausgebe. Und es ist halt, ich habe ja sogar schon eine PS4. Da wird wohl Bliss produziert oder sowas. Es hat genau geklappt, ne. Wir sind genau so weit gekommen, wie wir wollten. Ach so, Moment, das ist aber auch ein Posten. Das heißt, wir sollten nicht da reinfliegen, sondern... Okay, okay. Also, es wird nicht ganz so leicht. Wir müssen erstmal den Posten noch einnehmen. Ja, das ist schon wieder so eine Mission in Verbindung mit einem Außenposten. Du kannst die Mission halt erst machen, wenn du den Außenposten gemacht hast. Okay, Scharfschützengewehr rausholen. Und die Header verteilen hier. So, damit sind auch schon 3 tot. Ich wechsle mal sicherheitshalber die Position. Ich habe zwar jetzt keinen gesehen, der uns irgendwie jagt, aber lieber auf Nummer sicher gehen. Das waren auf jeden Fall schon 3 schöne Schüsse mit 3 Toten. Okay, und jetzt wieder checken, was abgeht. Keine Scharfschützen auf den Dächern oder was? Das ist eigentlich ein ziemlich großer Posten, aber es ist nichts los. Okay, jetzt laufen gerade welche panisch. Ich weiß nicht warum. Haben wahrscheinlich eine Leiche gesehen oder so. Der ist tot. Der auch. Oh, jetzt wurden wir entdeckt. Eine Millisekunde früher hätte der eine Schuss davor getroffen. Der wollte Alarm. Ja, und er hat Alarm. Okay, jetzt haben wir also weder ohne Alarm noch unentdeckt. Das ist auch noch nicht passiert. Das ist das erste Mal. Also ich bin einmal erwischt worden. Das heißt, wir hatten nicht unentdeckt. Aber ich habe es noch nie gehabt, dass wir einen Außenposten mit Alarm... Ja, da war ich jetzt auch zu unvorsichtig. Sobald du die Gewächshäuser erreichst, musst du da aufräumen. Zünde einfach alle Blitzpflanzen an. Der Rauch lockt Fini dann aus dem Wald. Viel Glück. Ja, okay. Also das war jetzt das erste Mal. Ich könnte jetzt auch mich sterben lassen und wir machen es neu, aber das finde ich blöd. Wir haben es halt jetzt vergeigt und dann machen wir es jetzt auch so zu Ende. Aber das war das erste Mal. Das erste Mal mit Alarm und entdeckt werden. Ich war einfach... Dadurch, dass wir es immer so schön alles geschafft haben, bin ich jetzt einfach schon zu unvorsichtig geworden. Und habe angefangen zu sprayen und dann wirst du halt entdeckt, ne? Normalerweise, früher bin ich dann immer einen Schuss, dann weiterlaufen und so. Da war ich noch vorsichtiger. Jetzt bin ich unvorsichtig geworden. Und dann scheitert das eben auch mal. Und jetzt werden wir wahrscheinlich nur 200 kriegen oder so, statt 1000. Aber macht ja nichts. Ist okay. Also es kommen tatsächlich dann auch noch mehr Truppen, wenn die Verstärkung rufen können. Dann kommen nochmal so... Es waren ja jetzt nochmal 2 Quads mit nochmal jeweils 2-3 Leuten drauf. Mit dicken Gegnern, die mit den Rüstungen und so. Also das war schon nochmal ordentlich, was dann da an Verstärkung kam. Außerdem kriegt man weniger Geld. Wahrscheinlich sogar nur 200, ne? Okay, der Posten ist eingenommen. Jetzt müssen wir noch die Blissfelder abbrennen. Das heißt, wir nehmen uns Molotows. Erzählt man, Rachel Jessop hätte die Gewächshäuser schon vor einer Weile der Sekte überlassen. Sie hat Eaton's Gate wohl nicht als das erkannt, was es ist. Oder vielleicht war es ihr auch einfach egal. Die Leute meinen, dort hätte die Sekte auch ausgetüftelt, wie man diese ganzen Blumen Bliss verwandelt. Die Angels, die Judges, der Nebel. Das ganze Elend nahm dort seinen Anfang. Gott sei Dank hast du den Laden dicht gemacht, Rookie. Hier hat alles angefangen. Ist natürlich eine fette Villa, ne? Die Dame hatte eine dicke Villa mit Gewächshäusern davor. Und es ist ja nicht das erste Mal, dass wir hören, dass jemand quasi alles der Sekte freiwillig überlassen hat. Also es gibt auch viele, die sich der Sekte wirklich mit offenen Armen angeschlossen haben, ne? So, hier in der Hütte haben wir eine ganze Menge Kram. Wir können ja erstmal durchsuchen, bevor wir da die Felder abfackeln.
Weil wenn wir anfangen, die Felder abzufackeln, dann wird wahrscheinlich der Chemiker rausgelockt. Ah ja, hier ist auch schon ein Flammenwerfer, das ist super. Dann nehmen wir den doch einfach. Die Proben 7, 9 und 12 von dieser Woche sind bereit für die Analyse durch Dr. Feeney. Bitte auf die Daten auf den Etiketten achten, damit sich der Vorfall von letzter Woche nicht nochmal wiederholt. Macht den Arbeitsplatz schön sauber, bevor er kommt. Sein Fachwissen macht ihn unersetzlich und seine Ansprüche sind nicht mehr als angemessen, also müssen wir sie auch erfüllen. Ja, wir sehen auch, hier wird also an Bliss geforscht, Bliss entwickelt. Und hier hat sogar angeblich alles begonnen. Schon ein wichtiger Ort also. Die letzten Lieferungen müssen rein sein. Unser Bestes. Sie sind das, was uns bleibt, während wir den Kollaps aussitzen. Ich komme vorbei, um mir die letzte Lieferung anzuschauen und es sollte lieber alles mehr als nur in Ordnung sein. Faith kann dich immer noch zum Angel berufen. Ah, Faith, die alte Ho, die olle Mann. Ich hab mich in sie verliebt und sie hat mich enttäuscht. Wenn sie sich bekehren würde und sich dem Widerstand anschließt und mit mir die Sekte zusammen vernichtet, können wir glücklich werden bis an unser Lebensende und Kinder kriegen. Aber ich glaube nicht, dass das passieren wird. Dein Hund ist total großartig. Weiß ich, dankeschön. Endlich sieht das mal jemand. Was sagst du denn zu meiner Katze? Die, einem Roman. Die Katze finde ich noch viel großartiger, vor allem, weil das eine gezähmte Wildkatze ist. Ja, ganz kurz die Munition auffüllen. Wir werden jetzt mal ein bisschen hier Drogendämpfe produzieren. Das Bliss muss brennen! Raus aus dem Feld, ihr beiden, sonst werdet ihr nicht nur high, sondern auch abfackeln. Ach so, das funktioniert aber natürlich nicht, wenn da die ganze Zeit die Wasseranlage wieder drauf sprenkelt, ne? Ich glaube, die müssen wir erst irgendwie ausmachen. Dann wird das immer wieder gelöscht durch das Wasser. Das muss doch irgendwo hier ein Knopf für die Spreng... Ah, seht ihr? Das steht auch nicht in der Mission drin. Finde ich ganz cool. Man muss selber checken. Ich wette, manche Leute stehen davor und schießen die ganze Zeit aufs Feld und wundern sich, warum es nicht abfackelt. Man muss selber checken, dass das Wasser das wieder löscht. Und dass man die Sprinkleranlage abstellen muss. Sonst funktioniert das nämlich nicht. Hör mal, Jungs! Jetzt sind wir Katzen und Hunde raus aus den Feldern. Die Blissfelder! Beschützt die Felder! Die wollen sie verbrennen! Ist egal, weil wir die Farm hier sowieso schon eingenommen haben. Ist eh schon in Hand des Widerstandes. Insofern frage ich mich, warum du dich noch aufregst, dass wir die Felder abfackeln. So, ist hier auch nochmal so ein Rohr, jawohl. Hört sich nach Ärger bei dir an. Sei vorsichtig und vergiss nicht, du musst diese Blitzfelder abbrennen. So rufst du Feeney auf den Plan. Faith, mein Schatz. Normalerweise tänzelt sie immer. Jetzt steht sie da einfach nur und guckt uns böse an. Oh, shit. Okay, die wollen nicht, dass wir das anzünden. Ich sehe schon. Jungs, wir können doch über alles reden. Ich weiß, ihr seid traurig, weil euer Bliss euch genommen wird. Aber es muss sein. Das ist nicht gut für euch. Drogen sind gefährlich. Hoffentlich fackeln wir nebenbei nicht noch die ganze Villa und alles drumherum ab. So, hier hatte ich das Wasser schon ausgestellt. Insofern wird abgefackelt. Sie verbrennen die Felder. Haltet sie auf. Für den Vater. Ich habe halt wirklich ein Déjà-vu, weil genau so eine Mission mit Felder abfackeln hatten wir bei GTA San Andreas, bei Far Cry 3 und wahrscheinlich noch bei 20 anderen Spielen. Das ist eine beliebte Mission im Videospielen, irgendwelche Drogenfelder abzufackeln. Nach dem Motto, keine macht den Drogen. So, okay, das soweit dazu. Und jetzt kommen neue Peggys. Feeney kommt, dann haben wir ja unser Ziel erreicht. Das war ja der Grund, warum wir die Felder abfackeln wollten. Wir sind gerade eingetroffen. Was geht da unten vor? Eliminiere Feeney. Wo ist er denn? Der Feeney ist der Chemiker, der das Ganze hier entwickelt hat. Oh, kommt der mit dem Helikopter? Sieht fast so aus. Das ist natürlich... Er ist in den Baum geflogen. Du bist so ein Idiot. Er ist voll in den Baum geflogen. Tja, jetzt haben wir den Heli davonfliegen lassen. Ich glaube, das war nicht Sinn der Sache, oder? Nee, der Heli ist noch da hinten. Oh, shit. Wartet mal, ist die Mission jetzt noch aktiv oder ist sie nicht mehr aktiv? Den Aufenthaltsort erreichen. Okay. Das heißt, wir müssen den ganzen Weg noch hier lang fahren. Nur, dass ich jetzt hier gerade in den Fluss gefahren bin. Ach, komm schon.
Na gut, wenn das so ist, wenn der sich einen Kilometer weit weggezogen hat mit seinem Meli, dann muss der wohl für heute noch verschont werden und wird dann beim nächsten Mal ausgeschaltet werden. Mir bleibt nur zu sagen... Dankeschön fürs Zuschauen, ich freue mich über Däumchen. Ich weiß, wir sind theoretisch mitten in der Mission. Aber so ist es halt manchmal. Weiter geht's morgen. Lasst ein Däumchen da, wir sehen uns, euer Walle. Bye, bye.